Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute zum Buchstaben J. Es geht um das Johanniskraut. Das hat viele Trivialnamen und die deuten auch schon darauf hin, dass diese Pflanze ganz schön viel kann. Das Johanniskraut heißt auf Latein Hypericum perforatorum. Perforatorum klingt schon ein bisschen wie perforiert. Es gibt da eine kleine Legende dazu. Der Teufel war über diese unglaubliche Heilkraft des Johanniskrauts so sauer, dass er es einfach mit Nadeln zerstochen hat. Ja, wenn man die Blätter vom Johanniskraut in das Licht hält, dann sieht man die kleinen Öldrüsen. Und für uns wirkt das so, als ob das Blatt zerstochen, also perforiert wäre. Das ist ein sehr gutes Erkennungsmerkmal für das Johanniskraut. Ein weiteres Merkmal sind die gelben Blüten dieser Pflanze. Und wenn man die in den Fingern zerreibt, wird aus den gelben Blüten plötzlich eine rote Substanz. Die Trivialnamen des Johanniskraut deuten auch schon auf dieses Erkennungsmerkmal hin. So heißt es unter anderem Blutkraut. Es wird aber auch Frauenkraut genannt oder Mannskraft. Es wurde auch genannt Herrgotts Wundenkraut. Das Johanniskraut hat seinen Namen vermutlich von Johannes dem Täufer. Der Johannistag ist ja am 24. Juni und auch um die Zeit der Sommersonnenwende wird das Johanniskraut gesammelt, weil da die meisten Heilkräfte in den Blüten stecken. Das ist eine Pflanze des Sommers und der Sonne und dem Johanniskraut wird tatsächlich nachgesagt, ja, diese Energie, diese Kraft der Sonne in sich aufnehmen und speichern zu können. Und wir können uns diese Kraft ganz einfach in die Hausapotheke holen. Dabei gibt es zwei Anwendungsarten des Johanniskraut. Zum einen kann man das sogenannte Rotöl herstellen. Dazu gibt man frisch gesammelte Johanniskrautblüten in ein Schraubglas, füllt das mit einem guten Öl auf und lässt es 4 bis 6 Wochen an einem warmen und sonnigen Ort ziehen. Und dann seiht man das Ganze in ein steriles Glas ab und stellt es dunkel. Und dann hat man sein Rotöl als Jahresvorrat im Haus. Das Rotöl kann für sehr viele Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel kann man es auf die betroffenen Stellen einreiben, wenn man sich geprellt hat oder eine Zerrung zugezogen hat. Aber auch bei Blutergüssen oder bei einem Hexenschuss, einem steifen oder schmerzenden Nacken. Auch bei Ischias-Schmerzen, anderen Nervenschmerzen und auch Schmerzen, die durch Rheuma hervorgehen, kann ein Einreiben mit Johanniskrautöl, mit dem Rotöl, richtig gut hilfreich sein. Und das Rotöl sorgt dafür, dass sich die Muskeln dann entspannen und der Schmerz auch nachlässt. Wenn man Muskelschmerzen hat oder auch Wunden, wie zum Beispiel Sonnenbrand, kann das Rotöl auch als Badezusatz verwendet werden und am besten nach dem Bad dann die betroffene Stelle nochmal extra mit Rotöl einreiben. Das Johanniskraut wirkt unter anderem entzündungshemmend und deswegen ist auch gerade das Rotöl so gut bei Verbrennungen, bei Wunden, bei Juckreiz, bei Ekzem, auch bei Stichwunden oder trockener Haut oder auch wenn man Narbenschmerzen hat. Und auch wenn Kinder mal Bauchschmerzen haben, kann man das Rotöl benutzen zum Einreiben, sodass es dann die Schmerzen lindern kann. Maria Treben sagt, dass das Rotöl auch helfen kann als Badezusatz und für Fußbäder, bei Nachtwandeln, bei Sprachstörungen und auch bei Bettnässen. Das Johanniskraut kann man natürlich auch als Teekraut nutzen. Ob frisch oder getrocknet, hat Maria Treben es zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen eingesetzt. Der Johanniskrauttee wirkt aber auch schmerzstillend, sodass er auch bei Kopfschmerzen, aber auch bei handfesten Neuralgien hilfreich sein kann. Das Johanniskraut wird auch Arnika der Nerven genannt. Der Johanniskrauttee wird auch empfohlen, ja, nach dem Wiederaufbau zur Kräftigung und Stärkung des Körpers nach langen Krankheiten. Denn das Johanniskraut wirkt durchaus auch blutbildend. Dem Johanniskrauttee ist nachgesagt, eine sanfte Wirkung gegen Depressionen zu haben. Das ist auch in der modernen Forschung inzwischen nachgewiesen und bestätigt. Empfohlen ist das Johanniskraut als Tee zum Beispiel bei dem sogenannten Winterblues, der Winterdepression, aber auch bei Wochenbettdepressionen. Auch bei allgemeiner Nervosität, bei Unruhe und bei Schlafproblemen kann der Johanniskraut-Tee richtig gut helfen. Dadurch, dass das Johanniskraut die Kraft und Energie der Sonne speichern kann, bringt uns der Johanniskraut-Tee auch so in der dunklen Jahreszeit das Licht und die Wärme und die Leichtigkeit des Sommers in unseren Körper. Aufpassen sollte man, wenn man den Johanniskraut-Tee zu sich nimmt, gerade wenn man sehr hellhäutig ist, weil die Haut ein bisschen lichtempfindlicher wird. Das heißt auch, dass man sich einfacher einen Sonnenbrand holen kann.
Also nicht gerade den Johanniskrauttee als Kur trinken mitten im Hochsommer und dann ins Sonnenbad legen, das kann schiefgehen. Bei diesen Beschwerden sollte man den Johanniskrauttee kurmäßig trinken, das heißt 2 bis 3 Tassen über den Tag verteilt, über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Nach 4 bis 6 Wochen sollte man dann auch mal pausieren und vielleicht ein anderes Heilkraut so als Hauptsubstanz in den Tee tun, ja, damit bei dem Körper dann kein Gewöhnungseffekt eintritt. Und nach ein paar Wochen Pause, ja, kann man dann auch die nächste Kur wieder beginnen. Ja, von Atemwegserkrankungen bis hin zu Sportverletzungen, Zerrungen, Prellungen, auch bei Depressionen und bei Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen bei Kindern. Ich finde, das Johanniskraut ist so ein Alleskönner, dass der auf jeden Fall in die Hausapotheke gehört. Sowohl der Tee in den Vorrat, als auch das Rotöl in den Vorratsschrank. Ich bin gerade in der Lage, mich selber von der Wirkung des Johanniskrauts überzeugen zu können. Ich habe nämlich vor 3 Tagen richtig krasse Rückenschmerzen bekommen, wie ich sie bei mir so nicht kannte. Und die wurden auch Tag für Tag schlimmer. Und nun hatte ich auch einen Termin vor mir, wo es hieß 8 Stunden. Ja, hieß es, man kann sich auf keinen Fall ausruhen und muss sehr aktiv sein. Und ich habe das mit dem Rotöl behandelt. Habe mich früh, Nachmittag und abends damit einreiben lassen. Und habe den Tag durchstanden und zwar schmerzfrei. Schon nach 2 Tagen dieser Anwendung sind die Rückenschmerzen weg. Also ich bin total begeistert, konnte mich jetzt selber von der Wirkung überzeugen und hoffe, ihr habt auch spätestens im nächsten Sommer Lust und Zeit, euch Johanniskrautblüten zu sammeln und euch ein schönes Rotöl anzusetzen. Und dann hat man ein wunderbares Mittel für die Hausapotheke da. Ihr Lieben, das Johanniskraut kann unglaublich viel. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Neues und Interessantes für euch dabei. Morgen geht es weiter mit dem Buchstaben K. Habt bis dahin einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss!